Tag, ich bin die Jasmin von der AC-Szenikezentrale. Ich melde mich wegen dem aktuellen Stromtarifen bei Ihnen. Aha. Genau. Und zwar ab dem nächsten Monat werden die Preise jetzt leider wieder steigen. Schon wieder? Und deswegen, ja. Ach. Ja. Haben Sie da schon die Erhöhung bekommen, oder wie? Nee, noch nicht. Für Oktober aber. Ja, also Oktober haben Sie schon bekommen. Oktober ist schon da. Ja, aber es befindet sich halt nochmal. Und was bezahlen Sie jetzt, Herr Hinterotter? Also Sie wollen mit Herr Hinterotter sprechen. Warte mal. Hallo? Hallo. Wer ist denn da? Ich bin die Jasmin von der ACC Energiezentrale. Ich dachte, ich rede die ganze Zeit mit Ihnen. Nee, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ja. Ja. Wir haben gerade mit dem Herr über die Preiserhöhung für den Strom geredet. Über was bitte? Stromerhöhung. Ja, schon wieder? Genau. Ja. Die werden jetzt bis zum Ende Jahres nochmal klettern. Und Sie haben bereits wahrscheinlich jetzt ab 1. Oktober auch die Preiserhöhung bekommen, richtig? Das ist korrekt. Mhm. Und was müssen Sie bezahlen jetzt? Oh, 43 Cent. Aha, das ist noch gut. Das ist gut. Die Preise sind jetzt fast ein Euro. Ja, das ist ja der schlimmste Verrat von allen. Genau. Ja, dann kriege ich bestimmt bald auch wieder die Erhöhung. Das bekommen Sie. Also ich habe hier jetzt den günstigsten momentan für 2 Jahre, ja, der Arbeitspreis 86 Cent. 86? Mhm. Das ist ja alles nicht mehr schön. Das ist nicht schön. Aber Wahrheit tut weh. Ja, das ist einfach so. Genau. Und jetzt? Wie viel zum Beispiel müssen Sie auch Gas bezahlen oder nur Strom? Ja, alles, ne? Das wird ja alles immer teurer. Ja. Also dieser Tarif ist zum Beispiel so eingestellt, egal wie hoch Ihre Kilowatt ist im Jahr, passiert erstmal gar nichts. Sie werden 2 Jahre lang diese Tarif haben, egal ob das teurer wird. Es spielt keine Rolle. Naja, wenn es teurer wird, wird es teurer, oder nicht? Mm-mm. Nicht? Dieser Tarif bleibt, sage ich ja. Naja, woher wissen Sie das denn? Das wird doch alles immer teurer. Da habe ich Angst vor. Nein. Na doch. Ich kann doch nicht Nein sagen, wenn ich sage, dass ich da Angst habe vor. Aha. Also, ich kann Ihnen diesen Tarif optimieren. Was heißt das? Einen Vertrag abschließen. Für wen? Für Sie. Ja, wirklich? Bei welchem Anbieter sind Sie denn überhaupt? Oh, wie heißen die denn? E.ON? E.ON Energie ist teuer, das wissen wir ja schon. Ja, ist das so? Ja, das ist so. Das ist ja traurig. Und Sie sind billiger, also, ja? Billiger und weniger. Nein, das habe ich nicht gesagt. 86 Cent ist für mich nicht billig. Naja, billiger. Man redet da immer vom Vergleich, ne? Weil, sag mal, 86, das wäre ja vor 20 Jahren, wäre man da noch aufgeknüpft worden, wenn man solche Preise aufruft. Mhm. Also möchten Sie einen Vertrag abschließen oder nicht? Ich möchte auch gerne Geld sparen, ne? Also 86 Cent wird für 2 Jahre festbleiben, ja? Ja, ja. Ohne Erhöhung. Wenn das senkt, dann senkt es, aber teurer wird es nicht. Und das kriege ich schriftlich, dass das nicht teurer wird. Genau. Und von wem kommt dann mein Strom? Mivolta GmbH. Easy Strom 24 Öko. Das ist ein Ökostrom. Ach so, nee, das kann auch Atomstrom sein. Das ist dann ja günstiger, ne?
Das ist egal, Strom kann man nicht schmecken, hat auch keine Farbe. Nee, nee, aber ich sag mal, ich nehme auch Atom, mir ist das egal, wo der herkommt. Ich zahle ja nicht extra, damit die Claudia Roth da noch einen Sportwagen mehr kaufen kann. Und was verbrauchen Sie im Jahr? Bitte? Was verbrauchen Sie im Jahr, Kilowatt? Also momentan bin ich so bei 80 Kilogramm, ne? Aber das hat ja mit dem Strom nichts zu tun. Nein, Ihre jährliche Kilowatt. Na, also ich habe letztes Jahr 3 Kilo zugenommen, ne? Weil ich kann ja nicht mehr so gut laufen. Sie meinen jetzt wegen dem Gesundheitsbonus von der gesetzlichen Krankenkasse, ne? Der steht mir ja auch zu. Oh Gott, ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich krank, Sie verstehen mich gar nicht mehr. Was war das gerade? Kannst keinen Satz gerade Deutsch sprechen, aber sagst, ich verstehe dich nicht. Ist ganz schön dreist, ne? Ich kann Sie nicht verstehen. Ja, das ist klar. Also immer wenn es zu kompliziert wird, dann kommen die Signalstörungen, ne? Das haben Sie, nicht ich. Ja, Sie haben ja die Signalstörung. Wie ist denn das Wetter drüben in Antalya? Ich bin nicht im Antalya. Na doch, da kommen doch die ganzen kriminellen Callcenter her. Das stimmt nicht. Na, also 90% zumindest. Die anderen sitzen in Bosnien. Das können Sie nicht beweisen. Bei wem haben Sie denn meine Daten eingekauft und was hat das gekostet? Das habe ich nicht gekauft, das haben Sie auch selber zugestimmt. Nein. Na, Sie haben das ja eingekauft bei einem Datenhändler, wo ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe. Was kostet das denn, wenn Sie das kaufen? Mich interessiert nicht, wo Sie zugestimmt haben, ob Sie bei Gewinnspiel teilgenommen sind. Das machen die Menschen, das sollen die halt nicht machen. Ne, es ist ja in Ordnung. Ich frage hier nur, was die Daten gekostet haben. Ich habe ja ein Auskunftsrecht nach Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie in Deutschland sitzen, müssen Sie sich da ja dran halten. Natürlich halten wir auch daran. Ja, dann erzählen Sie mal. Ich kann Sie auch zu unserem Vorgesetzten weiterleiten, ja? Ja, bitte. Und da können Sie natürlich gerne ein Telefonat jetzt bekommen und der erklärt Ihnen, was da los ist mit Ihnen. Ja, ja? Dann mal los da. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wollen okay, noch andere durchdenken? Ja, danke. Das hat sie aufgelegt, dieses... Bah, nein, ich sag's nicht. Ein Rückruf haben, Arzt, zur Energieberatung. Ha, die rufen ja wirklich zurück, hätte ich nicht gedacht. Natürlich rufen wir zurück, warum nicht? Weiß ich, das machen die wenigsten. Wollte fragen, bei welchem Datenhändler ihr meine Daten gekauft habt und was die gekostet Kann haben. Kann ich Ihnen sagen, heute werde ich reich.com. Heute werde ich reich.com und das betrachtet ihr als seriösen Geschäftspartner, bei dem man Daten kaufen kann. Disqualifiziert euch irgendwie als seriöse Geschäftsleute, oder? Herr Hinterrotter, passen Sie mal auf, schauen Sie, da steht wortwörtlich drin, 80% der Haushalte in Ihrer City zahlen zu viel für Ihren Strom. Ich weiß, was da steht. Können wir Ihnen dabei helfen, den günstigen Tarif zu finden? Und da haben Sie mit Ja bestätigt. Ja, ist aber kein Werbeopt-in, weil da nicht steht Firma so und so wird Sie kontaktieren zum Zwecke der Geschäftsaufnahme. Ja, da müssen Sie das Kleingedruckte da lesen, wenn Sie was anklicken. Das Kleingedruckte ist gar nicht da. Die sind genauso unseriös, wie ihr das seid. Sowas lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde das jetzt an die Rechtsabteilung weitergeben. Oh ja, bitte. Rechtskräftigen Opt-in drauf haben, ja. Und die Aussage, ihr sitzt in Antalya. Natürlich sitzen wir in Antalya. Ist es. Ist es. Ihr ruft mit einer Hamburger Nummer jetzt gerade an. Die Darstellung einer falschen Telefonnummer ist eine Ordnungswidrigkeit. Ist doch alles legitim. Nein, ist eine Ordnungswidrigkeit. Nein, ist es nicht. Doch. Wir haben auch einen Sitz in Deutschland, in Frankfurt. Ja, irgendeine Briefkastenfirma wahrscheinlich. Ja, das geht Sie doch nichts an. Na doch, ist unseriös, was ihr da macht. Okay, ich würde das jetzt an die Rechtsabteilung weitergeben. Da das türkische Konsulat in Berlin oder was? Hab doch keine Rechtsabteilung. Ich glaube nicht mal, dass Ihr Name Hinterrot ist. Ist es auch nicht. Aus welchem Land kommen Sie denn? Ich komme aus Kalkutta. Kalkutta, so hörst du dich auch an. Na, du dich auch, du. Ja, ich wünsche dir... Such dir mal richtige Arbeit, Mann. Ja, und mach du mal weniger Gewinnspiele mit. Ich muss dann kein Gewinnspiel mitmachen. Ich mache meine Arbeit, verdiene meine Brötchen und kann... Das nennst du Arbeit, Alter. Da ist Toilettenputzen eine ehrlichere Arbeit. Du gehst doch Toilettenputzen. Da kann man gut von leben im Gegensatz zu dem. Na gut, von dem Mist, den jeder macht, kann man auch gut leben. Schauen Sie mal, ich mache meine Hände nicht dreckig. Ja, das glaube ich dir. Dein Gewissen machst du schmutzig. Nein, das hast du ja auch nicht. Auf keinen Fall. Was
Was ist daran schlimm, wenn Sie Stromverträge abschließen? Sie sparen doch dadurch Geld. Ihr seid unseriös. Ihr kauft bei irgendwelchen Leuten, die vorgeben, Ikea, Pampers oder Edeka zu sein, Daten von Leuten, die glauben, sie hätten was gewonnen. Das sind irgendwelche Kriminellen, die Daten sammeln, ja, und ihr gebt ihnen Geld dafür. Sie sind so, sie glauben alles, was sie gewonnen haben und klicken alles an und dann wundern sie sich, wenn sie einen Anruf bekommen. Nein, ich will ja angerufen werden, das landet ja alles bei YouTube. Ja, kann ja sein. Ja. Ist doch alles okay. Ja, klasse, guck mal, da sind wir uns ja einig. Wir sind uns auf jeden Fall einig, aber wir haben rechtskräftigen Opt-in, dass wir sie kontaktieren dürfen. Nein, habt ihr nicht. Ich habe nie eurer Firma ausdrücklich erteilt, man muss 10 Seiten klicken, um zu eurem Firmennamen zu kommen. Sehen Sie, aber Sie kommen zu uns im Firmennamen, oder? Auch wenn Sie 10 Seiten klicken. Ja, aber die geben sich ja die Leute, wo man dieses angebliche Opt-in, ich kann da jeden eintragen, ich kann da meine Nachbarn eintragen, wenn er mich ärgert, dann ruft ihr den an. Ohne dass ihr wisst, ob er das gewesen ist. Ja, genau, dann rufe ich da an und der sagt dann, ist falsche Nummer, dann tue ich ihn in die Blackliste und dann wird er nicht mehr angerufen. Nee, dann sagst du zu dem auch, ich gehe zur Rechtsabteilung, du hast meine Gefühle verletzt. Meine Gefühle, solche hast Leute gar keine. Können meine Gefühle nicht verletzen. Das glaube ich, wer alte Leute abzockt, hat keine Gefühle. Wir zocken niemanden. Na doch, ich habe der Alten, der am Telefon gerade gezahlt, ich sage, 40 Cent zahle ich für Kilowattstunde. Sie wollte mir einen Vertrag mit 83 andrehen. Ja, vielleicht kannst du für 40 Cent kannst du vielleicht in Kalkutta für was abschließen, aber nicht mehr in Deutschland. Ich wohne in Kalkutta. Ja, da kannst du dort abschließen, aber nicht in Deutschland. Oh Mann, aber ist immer wieder lustig mit euch. Leute wie Sie hier. Mach mal die andere Kulturmusik aus, ich verstehe dich nicht. Du verstehst kein Deutsch. Das musst du gerade sagen, Nidina Hüble. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und mach noch mehr an Gewinnspielen teil. Ja, ja vielleicht klar. Gewinnst du ja mal, vielleicht gewinnst du ja mal. Da gibt es ja gar nichts zu gewinnen. Das ist ja das Tolle an der Sache. Da kann ich doch nichts machen. Na doch, du kaufst bei Kriminellen deine Daten ein und wunderst dich, wenn Leute dich als unseriös bezeichnen. Warum bei Kriminellen? Warum das sind Leute, die geben sich als große Firmen aus, die angeblich was zu verlosen haben, wollen aber nur die Daten von den Leuten haben. Da ist nicht IKEA oder sonst was. Das weiß ich doch nicht. Aber man das muss sich doch erkundigen, mit wem man Geschäfte macht. Ich wusste ja nicht, dass das die Mafia ist, bei der ich einkaufe. Hallo. Dann würde ich an Ihrer Stelle an kein Gewinnspiel mehr teilnehmen. Na doch, ich will doch angerufen werden von solchen Figuren wie euch. Das macht doch Spaß. Und das ist jetzt die dritte Beleidigung. Das geht an die Rechtsabteilung. Und das Wort Vogel ist jetzt auch schon eine Beleidigung. Warte, wie wär's mit Ente? Kakadu? Papagei? Meerschweinchen? Darfst du aussuchen. Ich mag Spitznamen. Kann ich mit dem Rechtsanwalt gleich sprechen? Auf so ein Niveau wie du lasse ich mich gar nicht ab. Armes Deutschland, sage ich nicht. Das musst du gerade sagen.